Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Feine Festtagsrezepte, die sicher gelingen für alle, die gerne kochen, wenn wir Ihnen auch das Jahr hier im GOB-Studio vorstellen. Nach der Vorspeise und der Hauptspeise ist heute ein Dessert an der Reihe. Ein Lebkuchenparfait, natürlich kreiert von Armin Amrain. Richtig, und zwar auf einem Orangen-Carpaccio angerichtet. Grüezi miteinander. Zucker, Wasser und Lebkuchengewürze einkochen und hier abkalten. Mit dem Eigelb im Wasserbad warm aufschlagen, nachher auf Eis kalt rühren. Geriebene Basler Leckerli mit ein paar Tropfen Anis-Aperitif parfümieren und geschlagenen Rahm vorsichtig drunter heben. Alles in Förmli abfüllen und in den Gefrierschrank stellen. Und zwar mindestens 6 Stunden. Oder schon am Vortag. Fürs Carpaccio Orangen in Scheiben schneiden und im Seeblau abtropfen. Zucker und Anker schmelzen und ganz leicht karamellisieren. Mit Orangensaft ablöschen und dickflüssig einkochen. Die Scheiben dazugeben, ziehen und mit Orangenlikör parfümieren. Jetzt die Orangenscheiben fächerartig auslegen und das Lebkuchenparfait draufsetzen. Und hier zur Erinnerung nochmal alle Zutaten, die wir gebraucht haben. Zucker, Wasser und Lebkuchengewürz, Eier, Basler Leckerli, Anis-Aperitif, Rahm, Orange, Orangensaft, Orangenlikör und Anke. Besonders gut für fruchtige Dessert eignet sich bekanntlich die Ananas. Und die schmecken wie alle Exoten am besten, wenn sie voll ausgereift, süß und saftig direkt von der Pflanze kommen, wie die Früchte von Baumarz. Auf den Plantagen in Ghana wird der Reifeprozess der Ananas genau beobachtet. Erst wenn der Höhepunkt erreicht ist und die Frucht die westafrikanische Sonne voll genutzt hat, wird mit Ernten angefangen. Während der Eingangskontrolle werden die Früchte auf Saft und Süßigkeit untersucht, dann hygienisch geschält, geschnitten und ohne jede Zugabe von Konservierungsmittel oder Zucker abgepackt. Nur eine letzte Kontrolle, dann wird die süße Fracht einer lückenlosen Kühlkette anvertraut und mit Kühlfahrzeug zum Flughafen nach Accra gebracht. Dort wird sie von Swiss Cargo in Empfang genommen und 4 bis 5 Mal pro Woche in die Schweiz geflogen. Schon am nächsten Morgen liegen dann die Baumarz-Ananas bei uns im Kühlregal. Knapp 4 Tage nach dem Ernteschnitt. Frischer geht es wirklich nicht mehr. Nach wie vor beliebt als Abschluss vom Festessen sind die vielfältigen Härte, Halbhärt und Weichkäse, die Sie bei uns auswählen können. Armin, was sind Ihre Favoriten auf der Käseplatte? Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Darum würde ich darauf achten, dass von jeder Gattung ein Vertreter dabei ist. Also zum Beispiel ein Greyerzer, Appenzeller, Brie, Reblochon und ein Roquefort. Und weil er mit seinem wunderbaren Aroma und dem Mürbeteig gerade wie für die Festtage geschaffen ist, auch noch der Emmentaler, wo speziell für Coop im Felsenkeller gelagert, gepflegt und ausgereift wird. Danke, Armin. Einige von diesen Spezialitäten, die auf keiner Käseplatte fehlen sollten, offerieren wir Ihnen zurzeit besonders günstig. Lassen Sie sich also verführen. Das waren Tipps und einer von 12 Rezeptvorschlägen, die Sie im Coop-Festtagsmagazin zuhause in aller Ruhe nachlesen können. Nach der Weihnacht erwarten wir Sie dann wieder hier bei uns im Coop-Studio mit einem weiteren Rezept. Dann mit einem zarten Fleischgenuss, einem Lamnierstück im Blätterteig. Die Festtage gehen ja noch weiter. Wäre doch schade, wenn Sie das würden verpassen. Jetzt gibt es zuerst aber noch Aktionen, die Sie bestimmt gut können brauchen können. 2,5 Dezi UHT-Vollrahm kostet 1,95. Mit der Supercard gibt es Happy Day Orangensaft zum halben Preis. Und auf Bio 5 Eiernudeln von Coop Naturaplan gibt es 120 Superpunkte für Superprämien. In knapp einer Woche ist Weihnachten und Sie haben noch keine Geschenkidee? Da ist sie. Rekascheck, wo Sie auf zahlreichen Transportmittel und in mehr als 2000 Restaurants und Hotels wie Bargeld können verwenden können. Sie wissen ja, Supercard vorzeigen, sofort profitieren. Das war es aus dem Coop Festtagsstudio. Danke fürs Zuschauen und weiterhin einen schönen Abend.